Ja, Woche 55 bei Transcroats. Thema diese Woche ist nicht One Day in Your Life, sondern das haben wir ein bisschen nach hinten geschoben erstmal. Und Thema diese Woche sind Transpromis. Da gibt es ja doch ein paar zumindest. Jess Bono zum Beispiel, den Sohn von Cher. Oder auch den bereits hier auch diskutierten Balian Buschbaum, der ja doch immer eher kontrovers diskutiert wird, auch hier. Im Allgemeinen so. Wen haben wir noch? Deutsches vielleicht. L'Oreal London. Sicherlich auch einigen bekannt. Und haben wir noch jemanden? Keiner, der mir einfällt. Ja. Jess Bono, Sohn von Cher, hat jetzt ja auch, glaube ich, eine Doku gedreht, drehen lassen, mit sich drehen lassen, wie auch immer. Habe über den jetzt auch letztens einen Bericht bei, es war das RTL Extra, ich glaube schon, gesehen und ja, genau. Also Jess Bono finde ich klasse. Die Berichterstattung dazu war eher, naja, RTL halt. Ja, er hat jetzt ja auch bei der amerikanischen Ausgabe von Let's Dance mitgemacht. Ja, finde ich gut. Ansonsten, Balian Buschbaum, ja, ich denke, den hatten wir ja schon mal zum Thema. Und er geht ja wirklich offen mit dem Thema um, manchen auch zu offen. Also was zum Beispiel wirklich auch jetzt so Diskussionspunkt war, dass man seine Aufbaunarbe am Arm im Fernsehen wirklich ziemlich lang gesehen hat und sowas. Da kommt auch. Der ist auch morgen wieder im Fernsehen, der Valian. Lass mich überlegen. Morgen ZDF ist das, glaube ich, Quarks und Co. Mit Valian Buschbaum. Ja. Ansonsten L'Oreal London. Finde ich auch ganz gut. War ja im Dschungelcamp und keine Ahnung was. Ja, und was war das? Ich glaube, das war jetzt Oktober. Ich glaube, es war im Oktober irgendwann. War sie auch bei RTL. Und zwar bei den Schulermittlern so wieder so eine Pseudo-Doku, also so gestellte Sache. Und da ging es darum, dass in irgendeiner Schule eine TF war das? Das war eine TF, ja. Und da kam dann L'Oreal London und hat es dann vor der Klasse unterstützt. Und so, ja, ich meine, es ist alles nicht real, aber sowas zumindest zu zeigen und dann auch, also es war dann praktisch so, dass sie dann mit der Klasse geredet hat und so, kann man sich anschauen bei RTL Now, wenn man dafür Geld zahlen will, ja, genau. Ansonsten fällt mir noch ein Transpromi ein. Ich glaube nicht.
Das war's dann für diese Woche. Nächste Woche, Woche 56 dann. Bis dahin, macht es gut. Ciao.